wenn man gut vorbereitet ist, wenn man eigentlich wirklich kennt, was er macht, natürlich kommt das Respekt von alleine. Braucht man nicht diese Genau. Welcome e benvenuta Silvia Aurea De Stefano. Du bist Regisseurin und Sängerin, bist geboren in Nola bei Napoli in Italien, hast angefangen deine musikalische Ausbildung als Sängerin, nicht nur klassisch, sondern auch Rock und Pop, und hast in den letzten Jahren dich dann in Rom auch zur Regisseurin ausgebildet. Hast eigentlich deinen Beruf angefangen, also deine Karriere im Theaterbusiness als Opernsängerin und bist mittlerweile auch eben verstärkt Regisseurin und bist Gründungsmitglied und Regisseurin in unserer Compagnia Nuova. Freut mich sehr, dass du jetzt hier bist. Ja, meine erste Frage wäre, woher kam deine Motivation, mehr in Richtung Regie zu gehen in den letzten Jahren? Also erst guten Morgen an euch alle. Ja, also es war einfach ein Bedürfnis, glaube ich. Ich war, wie gesagt, wie du gesagt hast, ich war, seit ich ein Kind war, immer auf die Bühne oder mit Pop oder mit Rock oder dann mit Oper, habe ich dann professionell angefangen. Und in die letzten Jahren, also ich würde sagen, in die letzten dann, vor 7, 8 Jahren, habe ich wirklich gemerkt, dass ich irgendwie ein Auge für das ganze Maschine hatte. Nicht nur eigentlich, ich war nicht nur konzentriert auf mich, auf meine Rolle, natürlich auf den Schauspiel, aber ich habe wirklich angefangen zu denken, was macht der Regisseur, was macht der Bühnenbildner, warum diese Kostüme? Also ich habe einfach anders angefangen zu denken. Und dann, ich hatte eine als Zufall die erste Möglichkeit, eine kleine Assistenz zu machen. Das war bei La Traviata. Und ich habe einfach 2 Tage Assistenz gemacht und geholfen bei der letzten Probe, einfach zusammen, weißt du, die Sachen geschrieben. So, und das hat mir so gut gefallen, einfach auf die andere Seite zu sein. Und wirklich, es hat sich wie eine große andere Welt geöffnet. Und wie gesagt, ich war schon davor, ich habe gemerkt, ich hatte schon diese, auch ein bisschen diese intellektuelle Bedürfnisse. Also es ist auch, also auch der Sänger, wir beiden auch intellektuell natürlich, aber, nicht, aber es ist auch eine andere Art, würde ich so sagen. Absolut. Und, ja, und ja, und also es war wirklich, ich habe wirklich gedacht, oh, das wäre einfach wahrscheinlich etwas, das mein Herz will. Und dann auch wieder als Zufall habe ich diese Regisseurin aus Rom kennengelernt und ich habe einfach angefangen mit ihr zu studieren. Mhm. Und ich habe am Anfang gedacht, ja, das mache ich als, also das ist wirklich ein Spiel. Also das ist, also ich fange einfach an. Und dann habe ich mich wirklich total verliebt in diese andere Seite von yeah. vom Bühne. Also yeah. und ja, und so habe ich eigentlich angefangen. Also es yeah. war wirklich, ich wollte auch ich dachte, ich kenne einfach die Bühne, ich kenne die Sänger. Ich habe dann auch mich mit den Schauspielertechnik habe ich dann das vertieft. Und ich habe einfach gedacht, ich bin sicher, ich kann das viel geben. Genau, das wäre meine nächste Frage. Ja. Wie sozusagen befruchtet sich das gegenseitig, die Tatsache, dass du beide Perspektiven kennst. Im Filmbusiness zum Beispiel passiert es doch eigentlich regelmäßig, dass man sagt, ab irgendeinem Punkt gehen die Schauspieler auch auf die andere Seite, werden Produzenten, werden Regisseure. Im Opernbusiness ist das immer noch so ein bisschen,
Man muss es immer noch ein bisschen erklären, lustigerweise. Dabei ist es ja, ja, eigentlich ein natürlicher Prozess. Ja. Und jetzt also die Frage, wie profitierst du eigentlich davon, von beiden Seiten, sowohl als Sängerin als auch als Regisseurin? Also, als Sängerin, seit ich dann Regisseurin geworden bin, ich glaube, ich bin mehr selbstbewusst und ich weiß, ich kenne die Maschine 360 Grad, ja, und was genau eigentlich macht mein Job viel, viel tiefer. Also ich bin eine viel bewusst und tiefere Sängerin und Schauspielerin mhm. geworden, seit ich dann die ganze Maschine kenne und Regisseurin bin. Ja. Und auf die andere Seite, natürlich, wenn man als Regisseur für Oper, also das, jetzt sprechen wir wirklich dann über diese spezifische Art von Theater. Natürlich, ich kenne Musik und ich kenne, wie ein Sänger funktioniert, wie die Maschine von einem Sänger funktioniert, was diese Maschine kann, welche Grenze kann diese Maschine haben und welche Grenze nicht, diese Maschine nicht hat, zum Beispiel. Genau. Und was ich sehe, ist auch, dass die Sänger, zum Beispiel, wenn mit mir arbeiten, die vertrauen. Die haben, auch wenn ich etwas sage, die wahrscheinlich sehr schauspielerisch sehr intensiv ist, wir machen das in die Proben. Wir versuchen immer an die Grenze zu gehen, wo eigentlich gleichzeitig Schauspiel echt ist, also mhm. wahr ist, aber der Gesang gut ist. Also ich würde nie so an den Punkt kommen, dass dass ein Sänger nicht mehr gut singen kann, ja, aber genau. gleichzeitig, dass er in die Rolle wirklich tief kommt und gut, eine gute und professionelle Schauspiel ist. Genau, absolut. Ja, Das tut dir gleich die nächste Frage. Man hört ja so oft im Volksmund, im Theater, ja gut, es gibt halt Sänger, die können Schauspielern und dann gibt es halt Sänger, die können halt nicht Schauspielern. Sei froh, wenn du einen kriegst als Regisseurin, der Schauspielern kann und wenn nicht, dann stell ihn irgendwo hin. Hauptsache, es gibt keine Probleme. So. Was sagst du dazu? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass generell sollten die Opernsänger mehr in Richtung Schauspiel gebildet sein. Ausgebildet werden. Ausgebildet sein. Mhm. Also in meiner Erfahrung war, also in Italien, es war wenig zu wenig im Konservatorium, was man gelernt hat. In Basel war schon anderes und es war, die Richtung war schon mehr da. Aber ich muss sagen, ich musste mich als Schauspielerin irgendwo anders bilden. Also wirklich, wenn ich angefangen dann auch in die Richtung Regisseurin zu gehen. Und ja, natürlich, es gibt Leute, die haben mehr Talent oder weniger Talent, ja, Leute, die so talentiert geboren sind. Das glaube ich auch, das ist manchmal auch wahr, aber ich glaube, das ist auch eine Art, die man kann ganz viel lernen und man kann eigentlich die verschiedene einfach Technik lernen und wirklich erfahren. Und das wäre das Wichtigste. Also, was ich, es ist mir passiert, dass zum Beispiel ich Leute hatte, die mehr zum Beispiel ganz viel auf Gesang konzentriert waren mhm. und wollten wahrscheinlich nicht so viel auf die Bühne machen. Mhm. Aber wir haben immer einen Punkt gefunden, genau. dass man trotzdem das geschafft hat, eigentlich sich zu respektieren, aber eigentlich eine wahre Schauspielart auf die Bühne zu haben. Also genau. Ich denke, man kann damit ganz viel machen, auf jeden Fall. Es braucht sicherlich Vertrauen ineinander,
Es ja, braucht ein bisschen total. Zeit und es ja. braucht aber die Technik natürlich auch ja. deinerseits. Ja. Das ist, glaube ich, das ist ein ganz wichtiges Takeaway, finde ich, für die Arbeit auf der Bühne zwischen Sängern und Regisseuren. Das, wenn man das Ziel gemeinsam definiert, dann kommt man dahin. Man braucht nur die entsprechende, ja. das Vertrauen und die Technik. Jetzt einmal die Frage, wie näherst du dich an einen Opernstoff ran, wenn du eine, also Oper-Inszenierung vorbereitest? Mhm. Was sind so deine Schwerpunkte? Also, meine Meinung nach ist, dass man immer von dem Basis anfangen. Mhm. Also eine Oper ist geschrieben von Art Musik, hat ein Libretto, hat wahrscheinlich, kommt zum Beispiel aus einem Roman oder aus einem Drama. Und ich glaube, der erste Schritt ist immer, die Oper, wie es ist und wie es war, einfach studieren. Mhm. Also ganz viel auch Literatur, die in Verbindung ist, zum Beispiel über der Zeit, die Epoche, dass man wirklich versteht, der Kern von dieser Oper. Und wenn du, ich glaube, wenn du dann das kennst, kannst du danach ganz viel damit machen ja. Und modern gehen. Du kannst wirklich Epoche, kannst du wirklich alles machen. Wichtig ist aber, denke ich, dass du den Kern von dieser Oper dann kennst und dass du dann die Richtung, dass du nehmen willst, dann verstehst. Manchmal kommen einfach Visionen oder du hast etwas gelesen, die in Verbindung ist. Also manchmal ist es auch ein Prozess, die kommt von, ich glaube, man sagt auf Italienisch Accumulazione Critica. Das kommt ja. auch von deinen Erfahrungen. Mhm. Ja, zum Beispiel von was du studiert hast, von was du gelesen hast in deinem Leben. Ne? Und das ist das Schönste, weil deswegen ist dann man jeder anders. Also ich glaube, wir, und das ist wichtig, ja, diese Basis ist wichtig, also wir fangen an aus einer gleichen Basis und wir dann gehen in ganz viele verschiedene Richtungen. Aber wichtig ist, denke ich, immer treu an den Kern zu bleiben. Ja. Und das man kann machen, weil Oper ist universell. Das haben wir schon vor ein paar Tagen auch wir beides gesprochen. Mhm. Ne? Also da, wie die Themen, die normalerweise diese Oper ja, diese haben, die haben keine Zeit. Die ja. uns übermittelt sind. Also ein ja. großer Shakespeare-Stoff, ein genau. toller Verdi, ein toller Puccini, genau. ein Strauss, ein Wagner. Die haben deswegen die Zeit überlebt, weil sie zeitlos sind zum großen genau. Teil. Das heißt, die setzen uns keine Grenzen für die Interpretation eigentlich, solange genau. wir den Kern verstehen. Klar, wir sind uns da ja, also wir arbeiten da ja ständig dran. Wie siehst du die Rolle des Regisseurs in einem künstlerischen Team, in einer Oper an sich? Es gibt ja immer... es gibt ja immer Phasen, gab es in den Jahrzehnten, mal war es sozusagen regierte der musikalische Leiter in der Oper, heutzutage sind wir eher in der Phase, die Regisseure haben das Sagen. Wo liegt für dich da die Wahrheit? Für mich die Wahrheit liegt in einer guten Teamwork. Yes, vielen Dank, richtige Antwort. Gut, geschafft. ich denke, dass jeder hat eine Rolle, eine bestimmte Rolle, also in der Musik, Regie, Bühnenbild, Kostüme, Licht und natürlich sozusagen der Regisseur muss auf jeden Fall eine große Auge von alles haben, ne? Weil definitiv. Natürlich das Konzept kommt von ihm. Aber wichtig ist, wann wir dann alle zusammenkommen, um diese große Kunst dann auf die Bühne bringen. Das könnte ich alleine nie machen.
Natürlich, wir haben auch eine große Zeit, wo wir dann alleine hier zu Hause sind und im Studium und studieren und lesen und so und denken und Visionen und alles. Aber ich muss mich dann, sobald ich einige Sachen klar habe, sofort mich diese künstlerische, kreative Team, ich muss mit reden und natürlich das Projekt dann zusammen entwickeln. Ja, genau. Und das ist das, ich glaube, um eine erfolgreiche Kunst, Oberproduktion zu haben, das Wichtigste ist, dass das Team gut versteht und zusammen mit einem gleichen Ziel arbeitet. Genau. Ich glaube, das ist il segreto, der Geheimnis. Genau. Und immer dieses Ziel, das Kunstwerk ist das Ziel und in diesem Dialog in Richtung das Ziel vor Augen können eigentlich nur gute Sachen passieren, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist. Ja, genau. Ja. Also irgendwie, wir sind individuell, aber wir machen eine, es ist, dass man eine andere Leben macht. Das ist der Kunstwerk. Ja? Und weißt keiner, du, und ich meine, die Oper ist dieses unfassbare Gesamtkunstwerk und keiner von uns Beteiligten in einer Opernproduktion kann das Ding alleine wuppen, also machen. Und und das ist ja auch die große Chance. Also es kann ja immer nur magischer und aufregender werden, je mehr wir kollaborieren und je mehr wir Ideen hin und her werfen. Ja, genau. Was wäre denn dein Wunsch für die Zukunft der Oper auf allen Bühnen? Ja. Gute Frage. Also, wir leben natürlich im Moment eine sehr schwierige Zeit. Das ist das ist noch schwieriger als was wir davor gehabt haben, weil im Moment zum Beispiel erleben wir auch ganz viel Theater online, ja, um das, also der, wir wollen, dass Theater eigentlich weiterlebt. Und deswegen zum Beispiel passiert auch das im Moment. Und das macht dann noch die Sache schwieriger. Ne? Also der erste Wunsch ist für diese Zeit, ist, dass wir wieder auf der Bühne bald sein können. Ja. Weil ich denke, dass wenn man eine sehr, wie sagt man das, zivile ist, also wenn man auch mit den Regeln eigentlich... Ach so, genau, wenn man sehr verantwortungsbewusst, ja, kann man genau, sagen. Verantwortungsbewusst das macht, mit aller Sicherheit. Mhm. Wir haben eine Traviata, wir haben geschafft, eine Traviata mit Abstand auf die Bühne zu bringen und die Leute haben das gar nicht gemerkt. Genau. Also ich denke, dass, und auch für Publikum, die Publikum hatte ganz viel Abstand. Also ich glaube, es ist kein Problem, Theater live zu erleben, wenn die Leute sich also eine Verantwortung bewusst sind. Ja. Also mein Wunsch ist, dass das wird noch also bald wieder wirklich bestanden und genau, und dass wir wieder erst auf die Bühne kommen. Zweites ist, dass dass die Oper mehr, ich würde sagen, nicht modern geht, aber dass zum Beispiel die Sänger mehr auch in Richtung Schauspiel gehen oder dass die Regisseur sich mehr auch auf die Kern konzentrieren und nicht einfach modern gehen, weil wir müssen in diese Gesellschaft jetzt die Oper bringen. Ja. Also ich glaube, das ist wichtig. Also wir müssen diese Oper jetzt in diese Gesellschaft bringen und die Leute müssen sich erkennen. Aber wie ich davor gesagt habe, das kann man trotzdem machen, auch wenn man den Kern von der Oper einfach also respektiert. Ja. Und ich wünsche mich, dass
immer mehr diese, auch in die junge Generation, immer weniger diese Hierarchie-Sachen dabei gibt, aber dass man mehr in der Team wirklich, also man kennt der Rolle, man, jeder weiß der Rolle, die man hat, und dass man eigentlich wirklich eine Zusammenarbeit macht, ja. ohne Hierarchie. Absolut. Das bringt nichts. Nein, wir brauchen natürlich organisatorische Hierarchien. Ja. Es geht nicht absolute Basisdemokratie, das weiß jedes Unternehmen, aber absolut, das ist ja das Ziel auch unserer Kompanie, dass wir kollaborieren. Jeder ist sich seiner Verantwortung und seiner Professionalität bewusst und wird in dieser Rolle auch respektiert und eingebunden in den Prozess. Ja. Genau. Und das Respekt kommt nicht von Hierarchie oder von weißt du, Rolle oder so. Respekt kommt von, würde ich sagen, wirklich von bewusst, von Sicherheit, von wenn man gut vorbereitet ist, wenn man eigentlich wirklich kennt, was er macht, natürlich kommt das Respekt von alleine. Braucht man nicht diese genau. Das ist eine andere Generation jetzt. Also ich das glaube, denke ich auch. Und wir sind, denke ich, bereit dafür. Ja. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Das würde ich gerne so stehen lassen. Auf den Respekt für die Professionalität eines jeden Einzelnen. Ja. Und darauf, dass in Zukunft viele, viele berührende, schöne Opernproduktionen wieder live auf die Bühne kommen. Ja. Das ist erste Step, erste Step jetzt. Grazie tanto, mia cara. Ganz, ganz vielen Dank. Und ich habe mich gefreut, total. Ich mich auch. Und ich freue mich vor allem auf unsere nächste gemeinsame Produktion. Ja. Ciao. Also, ciao, Britta. Grazie, ciao. Vielen Dank.